Bozen in Italien. Eine jahrelange Mordserie an Frauen hält hier die Bevölkerung und die Ermittler in Atem. Der Täter scheint wie ein Phantom und den Ermittlern immer einen Schritt voraus. Alexander Zelger wird 1992 Kripo-Chef. Er will dem Morden endlich ein Ende setzen und macht Jagd auf den Serienmörder. Die Medien haben sofort von einem Monster gesprochen. Il Mostro di Bolzano. Kopenhagen in Dänemark. Während ihrer Recherche zu einem U-Boot verschwindet die schwedische Journalistin Kim Wee. Die Ermittler sind sich sicher, der U-Boot-Konstrukteur Peter Madsen hat etwas damit zu tun. Für die Ermittler beginnt ihr größter Einsatz in der dänischen Kriminalgeschichte. Der Fall erlangt traurige Berühmtheit. Ganz Dänemark und Schweden und auch andere Länder verfolgten diesen Fall intensiv, weil er so ungewöhnlich war. Bozen in Südtirol. Nach den Taten fühlte ich mich wie im Rausch, richtig stark. Ich musste es tun. Und mir war klar, dass ich es irgendwann wieder tun würde. Es war kurz nach Mitternacht. Ich war bereits im Bett und schlief schon. Da läutete das Telefon und um der Zeit konnte es nur die Questur sein, die Einsatzzentrale. Da antwortete ich gleich pronto auf Italienisch, also hallo. Und der dienstführende Beamte informierte mich sofort: Dottore, abbiamo di nuovo una donna uccisa. Herr Doktor, wir haben schon wieder eine Frau, die umgebracht worden ist. Frauen sind seelenlos. Sie sind für mich Sachen, Dinge. Ich musste mich wehren. Aber ich kann diese Kräfte und Aggressionen, die in mir schlummern, nicht steuern. Es herrschte bereits Panik. In wenigen Monaten war das die dritte Leiche, schon das dritte Opfer. Ohne Messer fühle ich mich nackt. Das Messer war für mich wie ein zweiter Bruder. In der Nacht träume ich oft, dass ich eine Frau umbringe. Auch diese Nacht habe ich geträumt, dass ich einer Frau eine Handgranate in den Mund gesteckt habe, um sie zu töten. Man weiß einfach, wenn ein Serienkiller unterwegs ist, bis er nicht einen Fehler macht oder per Zufall nicht ein Augenzeuge, da ganz konkrete Hinweise geben kann, der Polizei liefern kann, der kann nicht aufgehalten werden. Es ist Donnerstag, der 3. Januar 1985. Für die 15-jährige Marcella und alle anderen Schüler sind die Ferien vorbei. Nach der Schule geht sie nach Hause, in den Mariaheimweg 30. Die Mutter kam von der Arbeit zurück, sperrte die Haustür auf und fand ihre Tochter in einer riesigen Blutlache gleich hinter der Eingangstür auf dem Boden. Ein Schrei, Verzweiflung. Sie rufte den 113 an, das war früher die Notruftelefonnummer. Die Polizei kam logischerweise sofort zu ihr nach Hause. Und es war ein Schreckensbild. Ein junges Mädchen mit über 25 Messerstichen in einer Wohnung, in der eigenen Wohnung, im Zentrum fast Bozens. Da brauchten auch die Kollegen mal Zeit, um zu verstehen, ja, was kann da passiert sein. Marcella hat keine Chance, einen solch massiven Angriff zu überleben. Die Obduktion ergibt, sie wurde nicht missbraucht. Und ein Detail am Fundort gibt Rätsel auf. Und hier dann das Foto, wichtig, mit einem Pfeil, das zu einem Objektiv, Fotoobjektiv zeigt, das auf dem Boden liegt. Man verstand das nicht. Niemand der befragten Personen, Freunde, Freundinnen der junge Marcella, Verwandte, niemand konnte da klar sich das erklären, wieso Marcella dieses Objektiv geholt hat. Das Objektiv gehört Marcellas Mutter. Die dazugehörige Kamera liegt auf dem Bett der Mutter.
Was hat das zu bedeuten? Wer war noch in der Wohnung? Zumindest kann die Obduktion von Marcellas Leiche Aufschluss über den Tatablauf geben. Der Pathologe konnte feststellen, dass es sich um eine lange Klinge eines Dolches sich handeln musste, dass mehrere Einstiche waren und die Richtung der Einstiche und der Wunden zeigten, dass wohl der Täter auf ihrer rechten Seite stand, höchstwahrscheinlich mit dem linken Arm sie an den Schultern, am Hals festhielt und mit der rechten Hand ihr auf der Seite eben über 25 Mal eingestochen hat. Aber wer hatte Zugang zur Wohnung? Wer könnte hier einen Mord begehen und unbemerkt den Tatort wieder verlassen? Die Aussagen aller Bekannten und Verwandten von Marcella, die haben alle in diese Richtung meinen Vorgängern, den Ermittlern Informationen gegeben. Sie öffnet die Tür nur einer bekannten Person, also keinem Fremden. Was war da passiert? Also muss für die damaligen Ermittler, muss der Täter innerhalb des Bekanntenkreises oder des Verwandtenkreises von Marcella zu finden sein. Die Ermittler in Bozen tun alles, was in ihrer Macht steht, um den Fall zu klären. Doch ein Tatverdächtiger oder ein Motiv lässt sich einfach nicht finden. 5 Monate später, Juni 1985. An einem Mittwoch empfängt die Prostituierte Anna Maria Cipolletti einen Unbekannten in ihrer Wohnung in der Brennerstraße 28E. Als sie sich nicht wie verabredet bei ihrem Sohn meldet, verständigt der die Polizei. Die Frau wurde etliche Stunden nach dem Mord in ihrem Bett tot aufgefunden. Auch sie mit über 25 Messerstichen getötet. Die Leiche ist nackt und blutüberströmt. Sofort kommt die Kriminaltechnik an den Tatort. Da haben die Polizeibeamten, Kriminalbeamten der Spurensuche verschiedene Dinge abfotografiert, wie ein Aschenbecher voller Zigarettenstümmel. Und dann haben wir auch das Telefon. Sie hatte auch eine Alarmanlage in der Wohnung, aber die nicht betätigt worden ist. Und dann wurde auch noch die verschiedenen, und das sieht man hier gut, die verschiedenen Blutflecken am Boden im Bett und auch im Badezimmer festgehalten. Die Spurensicherung findet sogar etwas, was der Täter selbst hinterlassen hat. Man sieht auch genau einen Abdruck einer Hand auf den Leintüchern des Bettes, nicht? Abdruck durch Blut, nicht? Dass es eben so dann festgehalten worden ist. Aber wie gesagt, DNA-Analyse gab es noch nicht, man konnte das nicht festhalten. War einer der Freier von Anna Maria Cipolletti der Täter? Es wurden alle bekannten Kunden Freier von der Cipolletti befragt. Alle Kunden, das habe ich in den Akten gelesen, ein Alibi abgeben. Und das war wohl ein Kunde, ein Freier, der vielleicht das erste Mal bei ihr war. Zwei Morde im idyllischen Bozen innerhalb weniger Monate. Zwei Damen werden mit so auf brutale Art niedergestochen. Das war das Einzige. Die einzige Situation, die die beiden Fälle vielleicht in Zusammenhang gebracht haben, hätten können. Aber eins war ja ein Mädchen, ein unschuldiges Mädchen, und die andere war schon eine professionelle, eine Profi-Prostituierte. Aber niemand konnte hier gleich am Anfang schon von einem Serienkiller sprechen. Im Jahr 1985 ahnen die Ermittler nicht, dass sie es tatsächlich mit ein und demselben Täter zu tun haben. Ein Serienmörder, der nicht aufhören wird. Kopenhagen in Dänemark. Das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall.
Der Verdächtige ist eine seltsame Person, jemand, der in der Öffentlichkeit bekannt war. Ein schlauer Typ, Ingenieur. Und das Opfer auch ungewöhnlich. Eine junge, hübsche, schwedische Journalistin. Ich kann mich an keinen anderen Fall erinnern, bei dem so viele Ressourcen, Spezialisten und Geld gebraucht wurden, um ihn zu lösen. Als sie realisierte, sie ist allein mit Peter Madsen auf dem Wasser, was passiert als nächstes? Niemand kann mich hören, niemand kann mir helfen, ich kann nichts an meiner Situation ändern. So etwas müssen die schlimmsten Sekunden und Minuten im Leben eines Menschen sein. Der Hafen von Kopenhagen. Hier beginnt am 10. August 2017 der mysteriöseste Kriminalfall Dänemarks. Am Nachmittag besteigt die Journalistin Kim W. das selbstgebaute U-Boot des Ingenieurs Peter Madsen, um einen Artikel über den Mann zu schreiben. Bent Isager Nielsen war Chef einer landesweiten Sondereinheit und hat zahlreiche Mordfälle geklärt. Er erfährt aus den Nachrichten von dem Fall. Das letzte Lebenszeichen, das sie ihm schickte, sie war Schwedin und ihr Freund Däne, war: Hallo, ich bin auf diesem Job. Als sie nicht wieder zurückkam, meldete er sie als vermisst. Sie hatten ja ausgemacht, dass sie mit Peter Madsen auf dem U-Boot abtauchen wollte, um ihren Artikel fertig zu schreiben über diesen schrägen Typen, der Raketen und U-Boote baute, ein cleverer Ingenieur war. Ihr Freund konnte gar nicht verstehen, dass ihr Handy plötzlich aus war. Kims Freund versucht es immer und immer wieder. Aber er kann sie einfach nicht erreichen. Da sie am nächsten Tag gemeinsam ins Ausland reisen wollen, ist er zutiefst besorgt. Deshalb benachrichtigt er die Polizei. Auch von Peter Madsen und dem U-Boot fehlt jede Spur. Das ist nicht in allen Fällen so, aber an diesen Fall erinnere ich mich genau. Ich arbeitete noch bei der Polizei und sah in den Nachrichten, im Fernsehen mehrmals etwas über dieses vermisste U-Boot, ein privates U-Boot. Ich erinnerte mich, dass ich über den Entwickler schon vorher etwas gelesen hatte. Er baute Raketen und U-Boote, war schon mehrmals im Fernsehen. Ich dachte, der ist das, der vermisst wird mit einer schwedischen Journalistin. Was ist da passiert? Hoffentlich werden sie lebend gefunden. Bent Isager Nielsen bleibt mit seinen Kollegen, die den Fall bearbeiten, in Verbindung. Einen Tag später gibt es Entwarnung. Offenbar ist das U-Boot gesunken. Doch Peter Madsen kann sich retten und seine Aussage macht Hoffnung, dass auch Kim wohlbehalten zurückgekehrt ist. Er sagte immer, ja klar war sie mit an Bord. Wir haben ein Interview gemacht und dann habe ich sie hier im Hafen von Kopenhagen abgesetzt. Doch niemand weiß, wo die schwedische Journalistin mit deutschen Wurzeln ist. Nachdem sie nicht auftaucht, wird befürchtet, dass ihr etwas zugestoßen sein muss. Die Ermittlungen gingen in verschiedene Richtungen. Hat Peter Madsen etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Oder aus irgendeinem Grund vielleicht Kims Freund? Oder lief sie einem Fremden in die Arme, als sie am Ufer abgesetzt wurde, der sie dann anschließend getötet hat? Es gab viele Szenarien, aber die Polizei konzentriert sich auf die Szenarien, die am wahrscheinlichsten erscheinen. Und hier gab es genau diese drei Möglichkeiten. Peter Madsen, der Freund der Vermissten, oder ein Fremder, den sie traf, als sie das U-Boot verließ. Oberste Priorität hat jetzt die Bergung des U-Bootes Nautilus. Ist Kims Leiche vielleicht an Bord oder finden die Ermittler Spuren eines Verbrechens? Die Bergung gelingt, mit großem Aufwand. Was war der ursprüngliche Zustand des U-Bootes? Viele Leute waren schon auf dem U-Boot. Sie sind zwar nicht darin mitgefahren, aber sie waren darauf, kurz bevor Kim darauf kam. Sie wussten in etwa, welche Dinge sich darauf befanden. Und als das U-Boot geborgen war, fand man Dinge, die dort nicht hingehörten. Sehr wichtig dabei, eine große Säge, die laut Zeugen niemals auf dem U-Boot gesehen wurde, die er normalerweise in seiner Garage aufbewahrte.
Und es gab noch andere Dinge, Kabelbinder beispielsweise. Viele Dinge, die nicht auf ein U-Boot gehören. Sie legten die Vermutung nahe, hier war etwas genau geplant worden. Peter Madsen wird festgenommen und ändert seine Aussage. Danach änderte er recht schnell seine Darstellung. Er sagte, nein, sie starb doch auf dem U-Boot. Sie starb tatsächlich bei einem Unfall dort. Er sagte, als das U-Boot abtauchte, fiel der Lukendeckel versehentlich auf ihren Kopf. So schlimm, dass sie sofort tot war wegen der schweren Kopfverletzung. Er selbst habe unter Schock gestanden und gedacht, wer wird mir das schon glauben? Die werden denken, ich hätte sie getötet. Also habe ich lieber etwas getan, das ich heute zutiefst bereue. Es tut mir so leid, aber es war ein Unfall, mit dem ich nichts zu tun hatte. Und da habe ich sie bestattet. Ich habe ihr eine Seebestattung gegeben. Starb Kim tatsächlich durch einen tragischen Unfall? Die Ermittler müssen ihre Leiche finden. Aber wie? Das Meeresgebiet zwischen Dänemark und Schweden ist riesig. Die Polizei brauchte die Expertise von Spezialisten, um zu wissen, wie die Strömungen verlaufen und welchen Einfluss der Wind hat. Andernfalls wäre es unmöglich gewesen zu wissen, wo man überhaupt suchen sollte. Sie haben versucht auszurechnen, wo sich der Ort befinden könnte, an dem Körperteile schwimmen würden, die man ins Meer geworfen hatte. Es gab weitgehende Ermittlungen mit einem großen Fokus auf Schweden, Dänemark und auch Deutschland und andere europäische Länder. Sie müssen sich vorstellen, einfach jeder, der am Strand entlang ging, suchte danach. Die Ermittler haben nur wenig Hoffnung, etwas zu finden. Es ist nahezu unmöglich in diesen weitläufigen Gewässern. Zurück in Bozen, Italien. Nachdem Alexander Zelger hier zum Kriminaldirektor ernannt wird, wird er auf eine harte Probe gestellt. Innerhalb von 5 Monaten wurden hier ein Mädchen und eine erwachsene Frau ermordet. Eventuell sogar von ein und demselben Täter. Insgesamt besonders ist erstens einmal die Brutalität, die gewaltsame Art und Weise, wie er seine Opfer zu Tode gestochen hat. Die Ermittler haben keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben und wie brandgefährlich dieser Mann ist. Wenn man mich fragt, wie ich mich selbst sehe, dann würde ich sagen, ich bin ein einsamer Wolf. Wenn ich Ablehnung erfahre, komme ich mir vor, als ob ich mich in einem dunklen Schacht befinde. Es fühlt sich so an, wie durch einen dunklen Tunnel zu fahren, nichts mehr zu sehen. Ich finde es absurd, abgewiesen zu werden. Und ich ärgere mich dann wie eine Bestie. 7. Januar 1992. 7 Jahre nach den ersten beiden Morden. Ein Leichenfund wird gemeldet. Es handelt sich um die junge Prostituierte Renate Rauch. Sie lag auf dem Boden hinter einer Tanksäule in einer Blutlake. Schrecklich. Auch sie mit über 25 Messerstichen zu Tode gequält. Und sofort kam logischerweise die Erinnerung auf Marcella, Cipolletti und jetzt die Rauch. Auch wenn da so viele Jahre dazwischen lagen, aber die Verbindung, die wurde sofort gestellt wieder, hergestellt. Die Medien haben sofort wieder von einem Killer gesprochen, Serienkiller. Und höchstens also und den als Monster vom Bozen beschrieben. Alle drei Frauen wurden durch massive Messerstiche ermordet. Für die Ermittler ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass sie es wirklich mit einem Serienmörder zu tun haben. Über 80% aller Serienmörder sind Männer. Das zeigt eine weltweite Studie, die seit 1992 geführt wird. Über 50% sind Weiße. Am häufigsten morden sie mit Schusswaffen. 43%. Es
sofort war ja nicht nur die Vermutung, sondern fast die Sicherheit, dass es eine und dieselbe Person ist. Es kann nicht wohl sein, dass in Südtirol, in Bozen, plötzlich drei Mörder herumlaufen, die drei verschiedene Frauen so umbringen. Das kann nur eine Person sein. Und dann passiert etwas nach der Beerdigung des dritten Opfers. Ein Unbekannter kommt zu Renates Grab und hinterlässt hier eine Botschaft. Es ist ein handgeschriebener Zettel, auf dem steht: Es tut mir leid, aber das, was ich gemacht habe, musste gemacht werden. Du weißt es. Tschüss, Renate. Ciao, Renate. Also. Führt die Botschaft vom Grab die Ermittler zu dem gefürchteten Serienmörder? Der Zettel wurde veröffentlicht. Einige Tage später, wenn man gemerkt hat, so alleine führt es zu nichts. Ne? Da wurde auch in den Zeitungen gezeigt, aber ohne Erfolg leider. Da muss dingfest gemacht werden, den müssen wir aufhalten. Da bringt schon immer mehr Frauen um. Das wird sicherlich nicht sein letztes Opfer sein, außer er stirbt vorher. Mein Problem war nicht die Vagina, als vielmehr die Frau. Die Frau hat mir immer Angst eingeflößt. Angst, nicht auf der Höhe zu sein. Aus Angst wurde dann Hass. 2,5 Monate nach dem letzten Mord. März 1992. Wieder geht ein Notruf bei der Polizei ein. Die Beamten machen sich sofort auf den Weg zur Brenner Landesstraße. Rund 20 Kilometer außerhalb von Bozen liegt eine Tote. Es handelt sich um die 18-jährige Renate Troger. Und an einem linken Straßenrand lag diese arme Junge, auch erst Junge, kaum volljährig, die Renate Troger tot. Und da haben wir auch sofort was gemerkt. Auch hier brutal, mindestens 20 Mal eingestochen. Das haben wir gleich an Ort und Stelle feststellen können. Renate Troger war keine Prostituierte. Sie war nur ein junges Mädchen, das lieber die Nacht hineinlebte als im Tag. Auch in diesem Fall finden die Ermittler keine Spuren. Wie zuvor hat der Täter ein Messer benutzt. Aber dieses Mal geht er noch weiter. Also man muss sich da wirklich vorstellen, 29 Mal wird er eingestochen. Was neu hinzukam, ist, dass bei der Obduktion festgestellt worden war, dass sie auch erdrosselt worden war. Dem jungen Ermittler Alexander Zelger und seinen Kollegen gelingt es, die letzten Stunden von Renate Troger zu rekonstruieren und tatsächlich einen Zeugen ausfindig zu machen. Ein Zeitungsausträger hatte sie hier morgens um 6 Uhr gesehen und ein Auto, in das sie wohl eingestiegen war, weil sie immer trampte. Bis zu diesem Zeitpunkt ging das gut, doch dann steigt sie in das Auto eines Serienmörders. Wir wissen, sie konnte nur Autostopp. Das war ihr Lieblingsbeschäftigung, mit Autostopp herumfahren. Und was ganz wichtig war, er konnte sich erinnern, Bozner Kennzeichen, also BZ, und die ersten Ziffern 4 und 6 oder 4, 4 und 6. Mit dieser Angabe haben wir da eine Rasterfahndung begonnen. Sind die Ermittler dem Serienmörder jetzt auf der Spur? Werden sie ihn endlich fassen, bevor er wieder mordet? Zurück in Kopenhagen. Die dänischen Ermittler sind davon überzeugt, dass der U-Boot-Konstrukteur Peter Madsen die schwedische Journalistin Kim W. während eines Tauchganges ermordet hat. Doch eine Leiche gibt es nicht. Bent Isager Nielsen ist Dänemarks Top-Experte für Kriminalfälle. Er weiß, warum es unter anderem so wichtig ist, Opfer zu finden. Most of all. Vor allem ist es eine ethische Frage, die Leiche zu finden, um den Eltern zu helfen und ihre Tochter zurückzugeben, damit sie sie begraben können. Es war wirklich eine gute und weise Entscheidung der Polizei, die Suche nicht aufzugeben. Der Einsatz lohnt sich. Die Suchmannschaften werden tatsächlich fündig, als Leichenhunde an der Wasseroberfläche anschlagen. Der Torso wurde schließlich von Hunden und Tauchern gefunden. Das war so brutal. Was muss hier passiert sein?
Was für schreckliche Momente hat diese Frau erleben müssen? Wer bitte ist fähig dazu, ihr den Kopf, die Arme und die Beine abzutrennen? Das war ein großer Schock, aber auch ein Ansatz, um den Fall lösen zu können. Einen noch größeren Schock ergibt das Obduktionsergebnis des Torsos. Kims Unterleib wies zahlreiche Schnittwunden durch ein Messer auf. Die Rechtsmediziner waren sich sicher, dass diese Wunden noch zu ihren Lebzeiten entstanden sind und dass es sich um sexuelle Handlungen handelte, die begannen, als sie lebte. Es war also ein sexuelles Motiv. Und an irgendeinem Punkt starb sie dann. Später wurde Kims Körper zerteilt. Bei der Untersuchung von Peter Madsens Computer und Handy finden die Ermittler Videos, die monströse sexuelle Fantasien ans Tageslicht fördern. Das waren Fantasien, Frauen weh zu tun, sie zu zerteilen, Frauen zu töten. 80% der Sexualmorde werden weltweit an Frauen begangen. 37% der Sexualmörder haben die Diagnose sexueller Sadismus laut einer Studie aus den 1990er Jahren. Sexuelle Sadisten schöpfen Befriedigung aus dem Zufügen von körperlichen sowie mentalen Leiden ohne Zustimmung der betroffenen Person. Nachdem auf Peter Madsens Computer Videos gefunden wurden, die zeigen, wie Frauen ermordet werden, sagt er Folgendes. Alles, was er dazu sagte, war, das hätte er nur im Internet ausgelebt und das hätte nichts mit der Realität zu tun. Er meinte, viele Leute haben doch im Internet solche Interessen, aber sie könnten niemals jemanden verletzen. Und ich auch nicht. Doch die Beweise sprechen eine andere Sprache. Hier an diesem Strand werden einige Wochen später weitere Körperteile von Kim gefunden. Es ist ein Passant, dem plötzlich am Ufer im seichten Wasser etwas auffällt. Daraufhin verständigt er die Polizei. Und tatsächlich sind es Leichenteile. Der wichtigste Fund dabei, Kims Kopf. Zu dieser Zeit war der Kopf in einem guten Zustand. Und die Rechtsmediziner konnten sicher sagen, er wies keinerlei Verletzungen auf. Was sehr wichtig war, weil Peter Madsen ja bis dahin behauptet hatte, ihr sei der Lukendeckel auf den Kopf gefallen und sie sei dabei gestorben. Das erwies sich nun als Lüge. Sicherlich hatte er geglaubt, dass der Kopf nie gefunden würde. Er war in einer Tasche, beschwert mit Metallteilen, um ihn zu versenken. Dadurch ist eindeutig bewiesen, dass Peter Madsen Kim umgebracht hat. Aber warum ausgerechnet diese bekannte Journalistin? Jeder wusste doch, dass sie mit ihm an Bord war. Vielleicht dachte er, sie ist aus Schweden, sie hat einen Freund. Und wenn ich ihnen diese Geschichte auftische, dann wird man glauben, sie sei einfach verschwunden. Oder ihr Freund habe vielleicht etwas damit zu tun. Oder es war so. Als er sie durch das Interview und den Artikel, den sie schrieb, kennenlernte, machte es Klick. Und er dachte, das ist genau die Person meiner Fantasien. Der Fall kommt vor Gericht. Hier präsentiert Madsen dann eine dritte Version der Geschehnisse. Sie starb durch einen Unfall. Aber nicht durch den Lukendeckel, sondern durch irgendwelche Gase. Gase aus dem U-Boot, weswegen es später auch gesunken sei. Weil etwas nicht stimmte mit dem U-Boot. Es sei ein Unfall gewesen. Und im Anschluss bekam er Panik und hat sie zerteilt. Das Urteil gegen Madsen wird von hunderten Journalisten erwartet. Nicht nur die dänische Bevölkerung, die ganze Welt verfolgt den Prozess. Peter Madsen wird zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Es war eine sehr, sehr traurige Geschichte für Kim und für ihre Eltern. Aber mich machte es auch stolz, dass die dänische Polizei alles Menschenmögliche unternommen hatte. Egal wie viele Einsatzkräfte und wie viel Geld es kostete. Alles wurde getan. Richtig gute Arbeit.
Doch zwei Jahre später kann Bent Isager Nielsen die neuesten Nachrichten nicht fassen. Peter Madsen ist aus dem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen. Ich denke, Peter Madsen war zu dieser Zeit der wohl bekannteste Häftling Dänemarks, weil der Fall eben so außergewöhnlich war. Und was viele Menschen wirklich aufgebracht hat, war, wie kann das passieren, dass er aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausbrechen kann? Wie Sie sich vorstellen können, war er unglaublich geschickt mit seinen Händen. Er konnte damit so gut wie alles machen. Und dann erhielt dieser Mann die Erlaubnis, in der Werkstatt des Gefängnisses zu arbeiten, dort, wo sie alles Mögliche anfertigen. So gelang es ihm, die Attrappe einer Pistole zu bauen. Sie sah wirklich genauso aus wie eine echte Pistole. Und er baute einen falschen Bombengürtel. Damit nahm er eine Psychologin als Geisel und bahnte sich so seinen Weg nach draußen. Aber er kam nicht weit. In der Nähe des Gefängnisses konnte die Polizei ihn überwältigen. Bent Isager Nielsen hofft, nie wieder etwas über den Mörder der bekannten Journalistin hören zu müssen. Bozen. Mittlerweile hat ein unbekannter Serienmörder hier vier Frauen mit unzähligen Messerstichen erstochen. Ermittler Alexander Zelger begutachtet damals selbst den Leichenfundort der jungen Renate Troger. Fall Renate Troger, die auch kurz darauf barbarisch umgebracht worden ist. Das ist wirklich schrecklich. Im ersten Bild, da sieht man noch den leblosen Körper. Dann haben wir auch die Bekleidungsstücke von ihr, Tatort. Im Fall der letzten Toten gibt es Zeugen. Zeugen, die aussagen, Renate sei in ein Auto gestiegen. Außerdem erinnern sie sich an Fragmente des Kennzeichens. Zelger lässt nun alle dementsprechenden Fahrzeugführer im Raum Bozen überprüfen. Wir haben wegen der Anzahl der Zahlen des Kennzeichens 99.999 Kennzeichen überprüft. Wir haben monatelang gearbeitet, aber leider auch hier kein Erfolg, weil einfach die Autofarbe, die uns angegeben worden war, nicht richtig war. Also vielleicht durch die Dämmerung, vielleicht das Licht um 6 Uhr früh, er hatte von Blau gesprochen. Was Zelger zu dem Zeitpunkt nicht weiß, der Serienmörder fährt ein rotes Auto. Die Ermittler stehen immer mehr unter Druck und die Bevölkerung ist verunsichert. 6. August 1992. Ermittler Zelger wird aus dem Schlaf gerissen. Wieder ein Leichenfund. Er wird mitten in der Nacht hierher zur kurvigen Bergstraße gerufen. Als ich da angekommen bin mit meinen engsten Mitarbeitern, habe ich hier den leblosen Körper auf dem Boden liegen gesehen, vorgefunden. Eine Ambulanz mit dem Notarzt war schon hier, aber an den vielen Einstichen, die sie an den Körper hatte und wir gleich gesehen haben, war mir eines klar. Schrecklich, da ist wieder der Serienkiller unterwegs. Der hat wieder hier sein Handwerk gehabt. Das Opfer, die Prostituierte Marika Zsordzi. Sie ist Zelger keine Unbekannte. Die Prostituierte hatte ich zwei Wochen zuvor bei einer Razzia in der Stadt gegen Drogendeal aufgehalten und es klingt fast wie in einem Film, aber es war so. Ich habe ihr gesagt, Marika, pass auf dich auf. Doch die junge Frau schlägt Zelgers Ratschlag in den Wind. Zu heftig ist ihre Drogensucht. Sie muss sich prostituieren und wird zum Opfer des Serienmörders. Vor und hinter der Leiche, bergauf und bergab, stehen in dieser Nacht jeweils zwei Autos. Zelger hofft, dass die Autofahrer etwas gesehen haben, was ihm bei seinen Ermittlungen hilft. Und ich bin da über ein ganz wichtiges Ereignis informiert worden, und zwar, dass die herunterfahrenden Autos ein ihnen entgegenkommendes Fahrzeug, einen roten Auto Bianchi, gemerkt haben und hingegen die vom Tal hochfahrenden nichts. Das war für mich sofort wichtig. Ich wusste also, dieser Fahrer des roten Auto Bianchis
Das muss der Täter sein oder zumindest ein sehr wichtiger Zeuge. Ist der Täter also mit seinem Auto bergauf geflüchtet? Zelger ahnt, jetzt hat er endlich die Chance, den Serienmörder zu fassen. Noch in der Nacht findet er das Fahrzeug, es gehört aber zwei Schwestern. Sie sagen Folgendes aus. Bevor sie hier hochgefahren sind, kurz vor dieser Kehre, ist ihnen jemand entgegengekommen in einem Auto, was die anderen ja nicht gemerkt haben. Und mein Glück oder das Glück der Polizei war, dass einer der zwei Schwestern sich bei Autos sehr gut auskannte und mir die Information geben konnte, es handelt sich dabei um eine Seat Ibiza. Aha, Seat Ibiza. Die Lenkerin hatte auch die Zeit, den Fahrer, der ihr entgegengekommen ist, ins Gesicht richtig anzuschauen. Und, was eben auch sehr wichtig war, die ersten zwei Ziffern des Kennzeichens. 4-4 oder 4-6 Bozen. Die Jagd nach dem Serienkiller nimmt Fahrt auf. Zelger will es jetzt wissen. Da habe ich über unsere Polizeizentrale alle Polizeistationen Wagen alarmiert und den Auftrag gegeben, sofort in der Stadt einen Kreis zu bilden und alle Seat Ibizas, die gesehen werden, zu kontrollieren. Ganz Bozen wird in dieser Nacht abgeriegelt. Wir standen neben Dienstauto. Über Funk höre ich plötzlich auf Italienisch Volante Uno a Centrale, das heißt also Wagen 1 an Einsatzzentrale. Wir haben einen roten Seat Ibiza aufgehalten mit Kennzeichen 446. Lenker gewisser Marco Bergamo, sagt uns nichts. Und im Kofferraum haben wir mehrere Gegenstände blutbeschmiert, befleckt gefunden. Stille. Um Rispoli, Staatsanwalt, mir, ich schaute meine zwei Ermittler, Inspektoren an, Gänsehaut, rein ins Auto, Blaulicht auf Dach und runter in die Galileistraße. Der Fahrzeughalter ist bereits in Handschellen. Sein Name Marco Bergamo. Es ist sein 24. Geburtstag. Alexander Zelger ist bei der Vernehmung des Tatverdächtigen dabei. Er hat den Mord gestanden an Marika Zorzi und auf die Frage, aber noch, das war so ausgemacht, ganz noch so soft und leicht, ob er mit den vorhergegangenen Morden was zu tun hatte, hat er gleich gesagt, nein. Wenn sie kein Geständnis über die vier anderen Morde bekommen, müssen die Ermittler Bergamo nachweisen, dass er sie begangen hat. Sie müssen mehr über ihn in Erfahrung bringen. Der Tatverdächtige lebt hier in Bozen noch zu Hause bei seinen Eltern. Ich war mit meinen Mitarbeitern selbst in der Wohnung nach der Festnahme von Marco Bergamo. Ein einfaches Quartier, wo eben die Familie Bergamo wohnte, Mutter, Vater und Marco Bergamo, der größere und ältere Bruder, war schon verheiratet und nicht mehr zu Hause. Ein sauber gehaltenes Haus, also eine ganz normale Familie, die dort gelebt hat, zumindest nach Hausen hin. Meine Mutter entspricht der Idealvorstellung, die ich von einer Frau habe. Ich habe zu meiner Mutter immer gesagt, bevor ich heirate, suche ich eine Frau, die genauso ist wie du, in allen Sachen. Treu, loyal, respektvoll, uneigennützig. In der Wohnung finden die Ermittler Notizen von Bergamo. Die Schrift ähnelt auffällig der Handschrift auf dem Zettel, der am Grab von Mordopfer Renate Rauch lag. Konfrontiert damit, gesteht er auch diesen Mord. Im Nachhinein dann hat uns Marco Bergamo erzählt, sie hätte ihn ausgelacht, weil er wohl Probleme mit der Erektion hatte. Und das hat er wohl nicht aushalten können. Nahm sein Messer, hat sie niedergestochen, Tür aufgemacht vom Nebensitz
und rausgeschmissen und ist dann weggefahren. Doch für die anderen Morde will der Mann nicht verantwortlich sein. Alexander Zelger wird ihn durch eine kriminalistische List zu einem weiteren Geständnis im Fall Marcella bringen. Ich sage, Herr Staatsanwalt, uns bleibt nur mehr eine Möglichkeit. Einen Bluff. Der sagt sonst nichts mehr. Meint der Staatsanwalt, ob das? Ich sage, Sie vielleicht als Staatsanwalt nicht, aber ich schon als Kripo-Chef. Ne? Da sind wir zusammen hingegangen. Wir haben ausgemacht auch, was wir sagen werden. Der Staatsanwalt hat dann mit strenger Stimme gesagt, aber Sie haben wieder gelogen. Und ich, das wusste aber nicht der Staatsanwalt, also das war nicht ausgemacht. Denn wir, so habe ich ihn angeschaut und angeschrien, wir haben Ihre Fingerabdrücke gefunden. Ich spürte mein Herz hier klopfen. Ne? Und gesagt, weil wenn er jetzt sagt, nein, ich habe das nicht getan, was tun wir? Dann hat er wieder zuerst auf den Boden geschaut, dann durchs Fenster, so zu seinem Rechtsanwalt. Stille. Absolute Ruhe. Staatsanwalt wusste nicht mehr, was sagen. Ich schaute ihm in die Augen. Und dann gab er es zu. Ja, ich war es. Ich hab's getan. Boah. Marco Bergamo gibt an, er habe Marcella in einem Fotogeschäft kennengelernt. Sie hätten über ihr gemeinsames Hobby, die Fotografie, gesprochen. Und er habe Marcella daraufhin besucht. Jetzt wird endlich klar, warum das Fotoobjektiv neben ihrer Leiche lag. Sie hatte es ihrem Mörder gezeigt. Im Prozess vor dem Bozener Schwurgericht sagt Bergamo nichts mehr. Dennoch können ihm auch die beiden weiteren Morde angelastet werden. Er wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das war mein erster Fall, mein erster wirklich schwere Ermittlungsfall und logischerweise die Tatsache, dass ich mit meinen Leuten, mit meinen Ermittlern lösen konnten, ein Gefühl der Erleichterung, ein Gefühl, es ist mir gelungen, die Wahrheit zu finden, Gerechtigkeit zu machen und vor allem der Bevölkerung diese Angst zu nehmen, dass wir in Südtirol einen Serienkiller haben. 7 Jahre lang hielt der Serienmörder die italienische Polizei und die Menschen in Bozen in Atem. Alexander Zelger ist heute pensioniert. Doch die Erinnerungen an diese Ermittlungen sind bei ihm und seinen Kollegen nicht verblasst.